RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Mensch, Lenny, stell dir mal vor, ey, die vom Seniorenstift, die schicken den Werner zum dritten Mal 3 Wochen nach Thailand. Ist das nicht krass? Natürlich, das ist doch gut, da kommt er endlich mal wieder weg, der alte Sack. Weißt du eigentlich, dass das einer der Tage ist im Jahr, die ich mir im Kalender rot angekreuzt habe? Welche Tage hast du denn noch so angekreuzt, Lenny? Naja, Rosenmontag, weil gratis laufen in der Schenke, bis der Alkoholclown kommt. Haha, und Vatertag. Aber du bist doch ja kein Vater. Mir egal, da darf jeder trinken, bis der Arzt kommt. Dann noch den 1. Mai. Warum wohl? Sicher wegen des Saufens, wa? Ganz genau, Murat. Aber irgendwie entwickelst du dich immer mehr zum Hellseher. Also manchmal kommt es mir echt so vor, als wenn ich mit einer Mauer rede, wenn ich mich mit dir unterhalte, Murat. Tust du doch auch, ey. Du stehst schon zwei Minuten vor der Pinnwand und redest mit dir selber. Alles wird gut, Murat. Apropos gut, Murat. Lass uns mal zum Auto gehen. Werner wird gleich kommen. Lenny, ich find's übrigens so gut, dass du dich so für einen Werner freust, ey. Dass der heute nach Thailand abgeht. Und ich vergesse, du und Icke, wir hocken hinten im Auto, denn Jenny fährt. Warte mal, spinnst du? Die ist doch erst 17 und ganz ehrlich, den Schein hat sie auch noch auf mysteriöse Art und Weise bekommen. Außerdem freue ich mich nicht für Werner, sondern für mich endlich mal 3 Wochen Ruhe vor dem Chaos. Das sind die 3 Wochen im Jahr, in denen ich endlich mal für mich alleine sein kann. Außer ich treffe dich. Das ist eine ganz andere Geschichte, Lenny. Außerdem wird die Kleine immer besser, glaub's mir. Na, okay, dann lass uns mal hin. Kurze Zeit später. So, da hocken wir nun und da kommt auch schon Captain Werner. Jenny, bist du dir sicher, dass du das mit dem Fahren hinbekommst? Du siehst echt so blass aus, Mann. Jenny, dir geht's nicht so dolle. Wenn du willst, fahre ich auch weiter. Kein Problem. Naja, okay, ich vertraue dir. Aber ich schnall mich lieber an. Ich will ja nicht, dass du noch Probleme bekommst. Ganz genau, Jenny. Jederzeit für sich selber. Und Lenny, mit dem Problem, ich glaube, die bekommst du dann. Soll das jetzt eine Drohung sein, Murat? Nee, aber du weißt doch, was mit Günther passiert ist. Reden wir lieber nicht mehr drüber. Ja, besser wird's sein, hey. Aber Werner, willkommen an Bord. Na, nicht ganz so streng wie am Flugzeug sind wir hier. Ich sage nämlich zum Beispiel nicht, dass du dich anschnallen musst und ich sag dir auch nicht, dass du deinen Kopf zurücklehnen kannst. Ich glaube, du bist alt genug, um das selber zu entscheiden, ne? Aber Jenny fährt. Werner, ich würde mir an deiner Stelle anschnallen. Ach, von mir aus. Mach, was du willst, Werner. Ich hab mir nur um dein Wohlsorge gemacht. Aber wenn du meinst, dass du dich seit 32 Jahren nicht mehr anschnallst und nie was passiert ist. So ist der Lenny. Wie eine Mutter zu Werner, aber egal. Los, Jenny, gib mal Gas. Kurze Zeit später. Oh Gott, noch 5 Minuten, dann haben wir es überlebt. Na, so schlimm war es doch ja nicht. Ach ja, und was war mit den 2 Passanten, die sie fast umgefahren hätte? Mal abgesehen von der Fußgängerin, die mehr rannte als ging. Naja, ey, die alte Frau war schon senil. Und es ist doch auch mal was Schönes, dass die Frauen sportlich so aktiv sind. Rennen statt laufen, das ist hier die Devise. Außerdem war die Abkürzung über den Markt sinnvoll, ey. Hat uns 15 Minuten Stau gespart, aber auch 4 Tauben und 5 Warengeländer hat sie locker mitgenommen. Außerdem zweifle ich stark daran, dass es zulässig ist, mit 90 Sachen durch die Fußgängerzone bzw. über den Marktplatz zu brettern. Kann schon sein, aber 15 Minuten spart. Vorsichtig, Jenny! Ey, wir haben Rot! Nicht so nah fahren! Jenny, bremsen! Alles okay, kein Stress, Leute. Es sind noch 2 Meter Platz zwischen uns und dem Fahrzeug. Mein Herz, das könnt ihr mit mir noch nicht machen, Mann. Das geht nicht, Leute, das geht nicht. Na, es hat doch ja keinen Aufwall gegeben. Also tief Luft holen und alles gut. Aber es hat schön geknallt, mein Bester. Was war das nur? Ey, den Werner hat's voll durch die Scheibe geknallt. Und dann hat er den LKW vor uns geknutscht. Mann, ich sag das noch, dass er sie anschnallen soll. Und nun hat er den Salat, Mann, Mord. Lass mal gucken, wie es ihm geht. Werner, alles okay? Naja, du bist dank der Vollbremsung durch die Scheibe gedüst. Sieht nicht schlimm aus, Werner, ey. Mit ein bisschen Spucke und da ein Pflaster und dort ein Pflaster und ein bisschen was genäht und dann bist du wieder fit. Naja, aber du, Moa, schau doch mal. Die ganzen Glassplitter im Gesicht und die Schnittwunde an der Hand. Ach, Lenny, mach nicht so einen Wirbel, ey. Das sind alles Fleischwunden, kleine Kratzer. Außerdem hat Werner einen Flug, den er bekommen muss. Und außerdem fliegt er gleich los. Davon ist schon der Flughafen. Die paar Meter kann er laufen. Naja, geflogen ist er ja schon. Halt nur durch die Scheibe. Aber Murat, ich glaub nicht, dass die den so durchlassen am Schalter. Na klaro, der muss weg. Warum bist du denn auf einmal so dahinter, dass Werner weg muss? Naja, ich flüster dir's ins Ohr, Lenny. Komm her. Die Kleine hat doch keine Versicherung, ey, keine Haftpflicht und so. Also wenn Werner abkratzt, muss er das in Thailand tun. Oder an Bord vom Flugzeug oder so. Ach du Scheiße. Also Werner, du, nimm deinen Koffer. Da vorne ist der Flughafen. Komm Werner, das sind deine alten Knochen, die so wehtun. Ab mit dir nach Thailand und schick uns ein Foto von dir und deiner Frau. Ah, da humpelt der alte Mann. Du meinst, die Blutspuren, die er hinterlässt, sind auffällig? Mir egal, Hauptsache er ist endlich in Thailand. Und eines, das weiß ich jetzt schon. Was denn, Lenny? Ich werde keinen Zentimeter mehr mit Jenny fahren. Nimm mal mit bis zur Schenke. Schenke?
Da mache ich eine Ausnahme. Also, los geht's.